Servus und hallo. So, es gibt mal wieder Neues von mir. Heute mal ein sehr selbstkritischer Beitrag meinerseits. Einige von euch, die schon das Buch zu meinem Ernährungskonzept Human Based Nutrition gelesen haben, wissen vielleicht, dass es ein Kapitel gibt zur glykämischen Bewertung von Lebensmitteln, also von Kohlenhydratquellen insbesondere. Der Hintergrund ist ganz einfach der, dass man über die glykämische Bewertung von Lebensmitteln versucht, den Blutzuckeranstieg und den daraus resultierenden Insulinanstieg zu quantifizieren und somit verschiedene Lebensmittel in ihrer Blutzuckerregulation und somit in ihrem Einfluss auf die Gesundheit zu qualifizieren. Nun ist die Erstellung von Human Based Nutrition schon ein paar Jahre her. Ich verfolge natürlich das, was man immer wieder in der Wissenschaft liest, was es Neues gibt. Manches davon kann man einfach außer Acht lassen, weil es schlichtweg nicht praxisrelevant ist. Manche Sachen muss man aber dann doch anerkennen und für sich selbst und jetzt auch wie eben für ein bestehendes Konzept der Human Based Nutrition einmal kritisch bewerten, um sich dann Gedanken zu machen, wie möchte man künftig damit umgehen. Und ein solches Thema ist genau diese glykämische Bewertung von Lebensmitteln. Es gibt in letzter Zeit jede Kritik zum Modell glykämische Bewertung, also glykämischer Index und glykämische Last. Der glykämische Index ist ja schon lange in Verruf geraten, weil er nicht die typische Portionsgröße eines Lebensmittels ins Kalkül zieht, sondern halt ganz einfach eine bestimmte Referenzmenge, die aber eigentlich mit der praxisnahen Portionsmenge in bestimmten Fällen wenig zu tun haben kann, und darum fällt eigentlich der glykämische Index schon mal weg. Aber die glykämische Last war bis dato eigentlich schon noch ein anerkanntes Bewertungskriterium. Jetzt werden Meinungen laut, teilweise sind sie schon länger laut, aber man hat ihnen noch nicht genug Gehör geschenkt, die schon nochmal ganz klar feststellen, dass es sich bei der glykämischen Bewertung um einen Wackelkandidat handelt. Es gibt Studien zu Effekten, die aber eindeutige Studien stammen letztlich eigentlich nur aus dem Beobachtungssektor und weniger aus dem kontrollierten Sektor. Das ist mal das eine. Die zweite Geschichte, die man natürlich aus der Praxis leider Gottes unterstellen muss, ist, dass man natürlich ein Lebensmittel niemals ganz alleine zu sich nimmt. Ja? Also man nimmt niemals eine Portion Reis nach der glykämischen Last zu sich und dann dazu nichts mehr. Heißt im Prinzip, alles was andere Lebensmittel betrifft, der Fettgehalt, der Proteingehalt, der Fasergehalt von anderen Lebensmitteln, vielleicht auch noch die Flüssigkeit und das, was noch dazu getrunken wird, das alles beeinflusst natürlich die glykämische Auswirkung des Ursprungslebensmittels, das man bewertet haben möchte, und macht somit eine Mono-Bewertung eigentlich nicht schwachsinnig, aber drückt auf jeden Fall auf die Qualität von solchen Aussagen. Dann gibt es auch noch das jetzt aufsteigende Thema Darmflora. Man weiß inzwischen, dass die Auswirkung auf die Darmflora auch eine unterschiedliche glykämische Auswirkung hat. Also letztlich haben wir alle eine individuelle Darmmikrobiotika, und unser Input löst unterschiedliche Reaktionen aus, die man natürlich auch in Sachen glykämischer Bewertung dann nicht über einen Kamm scheren kann. Also, liebe Leute, ihr seht, glykämischer Index, glykämische Last ist ein bisschen schwierig, allein schon von der Sache her. Jetzt zeigen, wie gesagt, Studien auch auf oder Meta-Analysen auch auf, dass es auch gar nicht so ganz eindeutig ist, wie die gesundheitlichen Effekte sind, dass die eigentlich gar nicht so on top ausfallen, wie man vielleicht schon mal propagiert hat. Eine gewisse Bedeutung räume ich der ganzen Geschichte natürlich dennoch ein, weil wir ja bei Human Based Nutrition nicht nur gesundheitsorientiert sind, wir sind es auch, aber wir sind natürlich auch leistungsorientiert, und da macht es in meinen Augen schon Sinn, bei Zeiten wie zum Beispiel der Post-Workout Nutrition schon einmal sich mit der glykämischen Bewertung von einem Lebensmittel zu befassen und zu gucken, wie kann ich denn einen vielleicht gewünschten Insulinanstieg etwas schneller herbeiführen, etwas effektiver herbeiführen, oder wenn ich mir Insulin
über Kohlenhydrataufnahme sparen möchte, wie kann ich dann da ein bisschen besser aushalten. Also aus Performance-Gesichtspunkten und vielleicht auch aus Optimierungsgesichtspunkten, was die Ernährung in Sachen Körperzusammensetzung angeht, hat das Ganze in meinen Augen schon noch eine kleine Bewertung, aber dieses riesengroße Thema, das man einmal darüber gestülpt hat, das ist wohl nicht mehr gegeben. Ja, wenn es einen untergehenden Stern gibt, dann muss es auch einen aufgehenden Stern geben. Der aufgehende Stern ist der Ballaststoffgehalt der Nahrung. Ballaststoffe sind eigentlich schon immer in aller Munde als positiv, gut für die Verdauung, als sättigungsfördernd, als hilfreich bei der Gewichtskontrolle, als positiver Faktor für den Lipid- und den Glukosestoffwechsel und natürlich auch für die Darmflora-Verdauung, da haben die auch nochmal einen ganz besonderen Effekt. Nun ist es so, dass man dem Ballaststoffgehalt seiner Ernährung inzwischen eine größere Stellung einräumt als der Auswahl der Kohlenhydratträger nach der glykämischen Bewertung. Und da gibt es eine neue Studie, / Meta-Analyse. Ich lese hier mal kurz ab. Die hat sich befasst mit 185 Beobachtungsstudien und 58 klinischen Studien und kam zu dem Ergebnis, dass man mit einer höheren Ballaststoffzufuhr, es wird da eine Zahl angegeben, 25 bis 29 Gramm pro Tag, gesundheitlich sich deutliche Vorteile verschaffen kann. Es wird da ganz konkret genannt, Abnahme der Gesamt- und kardiovaskulären Sterblichkeit, dann Abnahme des Schlaganfallrisikos, des Typ-2-Diabetes-Risikos und des Darmkrebsrisikos. Eine noch höhere Menge als diese 25 bis 29 Gramm verspricht möglicherweise noch höhere Effekte. Man hat das aber als Wert festgelegt, weil es Datenerhebungen aus der Bevölkerung gibt, wonach ersichtlich wird, dass zum Beispiel hier, Beispiel Britannien, nur 9% aller britannischen Erwachsenen schaffen es überhaupt an diese 30 Gramm Schwelle ranzukommen. Ja? Und aus diesem Grund räumt man jetzt der Ballaststoffthematik sehr viel höhere Gewichtung ein. Und das kann ich letztlich auch absolut unterstreichen. Wie gesagt, nicht nur ein positiver Effekt auf die Verdauung, auf die Darmentleerung, auf die Ausscheidung von Giftstoffen mit dem Stuhl und so weiter ist positiv, sondern auch die alle genannten Effekte. Und in diesem Sinne wäre heute kurz zusammengefasst für diesen Clip, dass ich euch dazu rate, die glykämische Bewertung von Kohlenhydratträgern nach wie vor für Performance-Optimierung und für Optimierung der Körperzusammensetzung ins Kalkül zu ziehen. Wenn ihr rein gesundheitlich orientiert arbeitet, dann müsst ihr euch nicht mehr damit abtun, das nochmal abzuwägen, wie mache ich es da. Da wäre es dann tatsächlich sinnvoller, die Ballaststoffaufnahme zu fitten und zu sehen, dass ihr auf mindestens einen Wert von 25 bis 29 Gramm kommt. Es dürfen gerne auch ein paar Gramm mehr sein, aber individuell unterschiedlich gibt es natürlich auch bei Ballaststoffen eine Höchstgrenze und da werdet ihr auch irgendwann dann merken, dass euch diese nicht mehr gut tun. Darum, aus der Praxis kann ich euch sagen, dass es bei meinen Schützlingen bis zu einer Menge von 40 Gramm Ballaststoffen pro Tag überhaupt keine Probleme gibt und das ist auch so ein Wert, den ich häufig anpeile. Ganz interessant für die Praxis wird das Ganze natürlich dann, wenn die Kalorienmenge runtergeht, dann geht natürlich automatisch auch die Ballaststoffmenge runter, weil man dann vielleicht weniger Vollkorn zu sich nimmt und so weiter. Ja, also da solltet ihr Augenmerk drauf legen. Es gibt inzwischen auch gute Nahrungsergänzungen für die ergänzende Aufnahme von Ballaststoffen. Damit könnte der ein oder andere sich vielleicht einen Vorteil verschaffen. Das an dieser Stelle heute von mir. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.